Hey, schön, dass du dich verklickt hast. In diesem Video schauen wir uns die Samsung Galaxy Buds 3 an. Sie sind ja designtechnisch schon eine deutliche Veränderung zu dem Buds 2, aber ob das wirklich eine Verbesserung ist, das klären wir jetzt in diesem Video. Die Samsung Galaxy Buds 3 sind jetzt auf jeden Fall klassischer vom Design her, würde ich sagen, oder sie orientieren sich mehr an den Apple AirPods. Das kann man vielleicht sagen. Denn nicht jeder wählt dieses Design mit dem Steg hier, aber die Samsung Galaxy Buds 3 jetzt auch. Ansonsten vom Case her ist das super praktisch, es ist schön klein. Ich finde, es sieht richtig, richtig klasse aus mit dem transparenten oberen Teil. Und die Kopfhörer halten hier auch wirklich sehr, sehr solide. Das Ganze wird magnetisch hier reingezogen und da fällt nichts raus. Man kann das Ganze auch nur in einer Variante reinpacken, man kann also auch nichts falsch machen. Sie laden auch jedes Mal. Das funktioniert ja leider auch nicht bei jedem kabellosen Kopfhörer, dass wenn man es reinpackt ins Case, dass es dann auch immer lädt. Manchmal muss man es noch ein bisschen hinrückeln. Das hatte ich hier nicht. Hier hat es immer perfekt geladen und ich finde, ich persönlich, aber das ist natürlich immer Geschmackssache, ich finde sie designtechnisch richtig, richtig schick. Sie heben sich vom Design her auf jeden Fall nochmal von den Apple AirPods ab, weil sie haben halt ein bisschen anderes Stegdesign und das gefällt mir auf jeden Fall richtig gut. Vom Sitz her kommt es natürlich immer ganz stark auf eure Ohren an, aber es sind verschiedene Eartips mit dabei. Es ist Silikon vorne, das heißt, es dürfte für die meisten Ohren völlig okay sein und ich finde, sie sind einfach einzusetzen, sie halten solide. Ich kann damit sogar joggen gehen, ohne dass sie rausfallen. Das kann natürlich von Ohr zu Ohr ein kleines bisschen anders sein. Aber für mich funktioniert das alles schon sehr, sehr gut. Soundtechnisch, das ist eigentlich das Wichtigste an einem Kopfhörer, würde ich sagen, sind sie grundsolide. Ist jetzt nichts Außergewöhnliches, aber sie klingen für meine Ohren richtig gut. Ich kann damit Musik genießen, ich kann damit auch Hörbücher hören, ich kann damit auch telefonieren. Auch die Mikrofone sind in Ordnung. Also klangtechnisch gibt es hier nichts auszusetzen, es ist aber auch nichts, wo ich sage, boah, da sind sie viel besser als andere. Nein, das definitiv nicht. Sie sind in diesem Preisbereich gut. Sie sind nicht die besten, aber sie sind richtig, richtig gut. Dann haben sie natürlich auch Geräuschunterdrückung, was, glaube ich, ein Muss mittlerweile für alle Hochpreisigen in ihr Kopfhörer ist. Und auch die Geräuschunterdrückung ist solide. Sie ist jetzt aber nicht best in class. Also gerade bei hochfrequenten Hintergrundgeräuschen filtert das Ganze nicht ganz so gut aus. Es reicht aber völlig aus, wenn ihr in der S-Bahn zur Arbeit fahrt, im Zug oder irgendwie unterwegs seid, Bus oder andere öffentliche Verkehrsmittel. Da ist das wirklich sehr, sehr angenehm, wenn man die hat. Aber es ist jetzt nicht so, dass man komplett die Außenwelt abschotten kann. Aber das ist mit den wenigsten In-Ear-Kopfhörern möglich. Sie sind hier, wie gesagt, auch grundsolide, aber nichts Außergewöhnliches. Und man muss sagen, auch der Transparenzmodus ist hier, im Vergleich zu den AirPods, die da, glaube ich, führend sind, das muss man auch ganz klar anerkennen, sind sie ein bisschen schwächer. Es gibt einen Transparenzmodus, der funktioniert, man hört die Umgebung gut, aber es klingt nicht ganz so klar oder nicht ganz so natürlich, wie man das von anderen Kopfhörern her kennt, mit einem sehr, sehr guten Transparenzmodus. Es klingt ein kleines bisschen mechanisch, möchte ich sagen. Aber alle Funktionen sind verfügbar. Grundsätzlich sind auch alle Funktionen erstmal mit allen Smartphones verfügbar. Aber wenn ihr den vollen Funktionsumfang haben möchtet, dann solltet ihr auch ein Samsung-Smartphone dazu haben. Macht ja auch Sinn, dann ist man im Samsung-Ökosystem. Da gibt es dann einfach noch Features wie 360-Grad-Sound, was jetzt nicht grundsätzlich auf jedem Smartphone verfügbar ist. Deswegen sind sie auf jeden Fall am besten für Samsung-Smartphones geeignet. Weil ich es gerade hier am Case sehe, wir können das Ganze mit USB-C aufladen, wir können das Ganze aber auch kabellos aufladen. Das ist schon ein großer, großer Pluspunkt, weil das kabellose Laden, ich finde es immer super praktisch. Ich weiß, viele da draußen finden das nicht so entscheidend. Für mich ist es ein großer Pluspunkt. Ich kann es einfach aufs Ladepad packen, kann es kurz zwischenladen. Zum Beispiel auch mit meinem Smartphone, wenn es Reverse Wireless Charging hat. Und dann ist es schon ganz cool, wenn man seine Kopfhörer zwischendurch auch immer aufladen kann. Das Case hält dann auch insgesamt mit den Kopfhörern zusammen 20 Stunden Akkulaufzeit, so grob. Kommt aber auch ein bisschen immer darauf an, wie ihr es nutzt, wie laut ihr die Kopfhörer macht. Wenn ihr Geräuschunterdrückung anhabt und die Lautstärke so um die 50% habt, kommt ihr auf 5 bis 6 Stunden. Ich habe sie meistens leicht darunter von der Lautstärke her und komme schon immer sehr nah an die 6 Stunden ran. Also Akkulaufzeit ist wirklich sehr, sehr solide. Wenn ihr Geräuschunterdrückung aushabt, sollen es nochmal 1 bis 2 Stunden mehr sein. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nutze die Kopfhörer aber nie ohne Geräuschunterdrückung. Deswegen kann ich euch das jetzt nicht durch den Test bestätigen, aber geht davon aus, dass ihr ein kleines bisschen längere Akkulaufzeit bekommt. Trotzdem 5 bis 6 Stunden dürfen für die meisten völlig ausreichen. Es sei denn, ihr habt wirklich sehr, sehr lange Zugfahrten vor euch, aber ihr könnt zwischendurch ja problemlos mal zwischenladen und eine kurze Pause beim Hören ist vielleicht auch mal ganz gut. Ich muss an der Stelle aber nochmal auf das Design zurückkommen, denn das Stegdesign hat natürlich jetzt auch verändert, wie man mit diesen Kopfhörern interagiert.
Das Ganze funktioniert jetzt ähnlich wie bei den AirPods, aber leider deutlich schlechter als bei den AirPods. Ich mag ja die Bedienung tatsächlich an den AirPods ganz gerne. Das ist etwas, wo ich den Steg positiv sehe. Ansonsten finde ich es eigentlich immer ganz schön, wenn da nichts unten aus meinem Ohr raushängt. Aber wenn es um die Bedienung geht, ist das wirklich praktisch. Nach oben, nach unten wischen für die Lautstärke, tippen für Pause und so weiter und so fort. Das funktioniert mit so einem Steg, finde ich, deutlich besser, als wenn man irgendwie einfach einen Knopf im Ohr hat und dann da rumtippen muss. Dann ist meistens die Lautstärkeverstellung entweder gar nicht möglich oder sehr kompliziert nur möglich. Das ist mit so einem Steg natürlich grundsätzlich erstmal viel, viel besser. Aber ich habe es mag auch vielleicht an mir liegen, vielleicht habt ihr die Probleme nicht, aber ich habe es nicht immer gut hinbekommen, hier die Einstellungen vorzunehmen, wie ich sie wollte. Ich musste oftmals, also wenn es funktioniert hat, hat es gut funktioniert, aber bis es funktioniert hat, musste ich oftmals mehrfach versuchen, warum funktioniert es denn jetzt nicht? Fasse ich es irgendwie komisch an? Und obwohl das ja ein Dreieck ist, wo man meint, das müsste man ja sehr, sehr gut erfüllen können, hatte ich damit Probleme, das richtig intuitiv zu bedienen. Und das sollte ja meiner Meinung nach eigentlich der größte Pluspunkt an diesem Redesign sein. Abgesehen davon, dass ich die halt optisch jetzt schicker finde als vorher. Aber der geht für mich hier tatsächlich ein bisschen verloren, weil für mich ist die Bedienung nicht einfacher geworden damit. Und dann habe ich noch zwei kleine Kritikpunkte leider. Es gibt hier kein Multipoint-Connect. Also ihr könnt tatsächlich immer nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden sein. Ist jetzt aber auch nicht so kritisch. Ich glaube, die wenigsten nutzen das. Aber trotz alledem sei es dazu gesagt. Und ihr habt hier keine aptX- oder LDAC-Unterstützung. Das heißt, für die Hochqualitätscodecs gibt es hier jetzt keine Unterstützung. Obwohl ich sagen muss, dass das, was ich vom Samsung-Smartphone an die Galaxy Buds 3 geschickt habe, sehr gut klang. Also das würde ich jetzt auch nicht als so einen großen Negativpunkt sehen. Aber es sind halt durch die Bank weg sehr gute, solide Kopfhörer, aber für den Preisbereich nicht die besten, meiner Meinung nach. Wenn ihr ein Samsung-Smartphone habt, sind die Galaxy Buds 3 aber trotzdem eine Empfehlung wert. Weil wenn ihr sie für unter 150 Euro bekommt, vom Klang her, von der Geräuschunterdrückung, auch der Transparenzmodus und die Akkulaufzeit, sind alles wirklich gute Attribute der Kopfhörer, auch wenn keins davon extrem heraussticht. Mich würde interessieren, was ihr von den Galaxy Buds 3 haltet. Also vom Design her sind sie jetzt herkömmlicher als die Buds 2 mit dieser Bohnenform, die ist jetzt weg. Trotz alledem, glaube ich, ist es ein einzigartiges und schickes Design. Aber schreibt mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, auch was ihr sonst von den Kopfhörern haltet. Auf dem Weg zu den Kommentaren seid so lieb, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr euch häufiger verklickt. Vielen Dank für dieses Verklicken und wir sehen uns im nächsten Video wieder.